Er war ganz oben und nach eigener Aussage ganz unten. Der amerikanische Präsident war für ihn nur einen Anruf entfernt. Er konferierte mit Bill Gates, Michael Dell, Jeff Bezos, Warren Buffett, Steve Jobs und vielen anderen mehr in dieser Liga. Er war ein markanter Star in den Medien und dann kam der Fall. Er fand sich im Gefängnis wieder. Es gibt unzählige Interviews und Videos mit ihm über genau diese Ereignisse. Ich wollte mit ihm über etwas anderes sprechen. Denn er hat zwei Welten gesehen. Die absolute weltweite Top-Liga und das Bethel, in dem er Menschen mit Behinderungen betreute. Und zwar in dieser Reihenfolge. Ich sprach auf unserem Event in der Pyramide in Mainz mit ihm. Ich wollte von ihm wissen, worauf es aus seiner Sicht, aus diesen beiden Welten, bei Führung, Unternehmertum und Zukunftsmanagement wirklich ankommt. Ich wünsche Ihnen gute Inspirationen aus meinem Interview mit Dr. Thomas Middelhoff. Herr Middelhoff, wir haben Sie gesehen beim Lanz im ZDF, bei dem Moderator, der seine Gäste nie richtig ausreden lässt. Und war so der Gedanke, der daraus entstand, Sie waren in mehreren Welten unterwegs, so meine Wahrnehmung. Der hat da so ein Foto gezeigt mit Michael Dell, Steve Jobs war, glaube ich, drauf und Jeff Bezos und viele andere in der Liga. Und dann sind Sie durch eine Transformation gegangen, die, glaube ich, jeder so kennt und sind jetzt in einer Phase, einer neuen Phase mit einer neuen Perspektive. Und in dieser Welt von damals macht man ganz viel an der Zukunft, zumindest ist das so die Wahrnehmung. Und wie Sie es jetzt sehen, das finde ich besonders spannend. Also unser Gespräch zur Vorbereitung, da hatte ich ja gesagt, ich würde Ihnen gerne Fragen stellen, die nicht jeder schon gestellt hat. Weil wenn ich so danach so alle Interviews mir anschaue auf YouTube und so, da geht es ja schon ganz viel um das Buch und diese Geschichte, wie das alles gelaufen ist. Ich würde es gerne so gestalten, dass wir schauen auf Ihre Perspektive auf die Welt damals, auf Ihr Verständnis von Zukunft damals. Also was heißt Zukunft im Management von damals. Und das würden Sie Menschen raten, die jetzt Unternehmen führen, die jetzt Organisationen führen, nachdem sie durch diese Transformation gegangen sind. Ich würde aber gerne auch eine Möglichkeit schaffen, nämlich Sie fragen, was ist das größte Missverständnis, das Sie immer wieder ärgert, weil es irgendwie falsch wahrgenommen wird aus Ihrer Sicht, was wir vielleicht jetzt klären können zu Ihrer Geschichte und dann uns der Zukunft zuwenden können. Gibt es da eines? Da gibt es so viele Missgeschicke und Missverständnisse, dass ich gar nicht weiß, was das Größte ist. Also die Vergangenheit ist so, wie sie ist. Ich weiß ganz genau, was ich falsch gemacht habe, was ich auch richtig gemacht habe, hier und da. Und für mich ist das Entscheidende, dass ich heute in einem Lebensmodell mich befinde, in dem ich uneingeschränkt glücklich bin, obgleich ich eigentlich alles verloren habe. Und das ist vielleicht ein Anachronismus, aber das ist auch nicht so, dass ich mir das schönreden will. Aber das ist ganz einfach so und führt auch dazu, Herr Micic, dass man natürlich, wenn man zurückguckt, mit ziemlicher Gelassenheit und ich glaube auch mit Reflexionsvermögen zurückgucken kann. Also ich muss nichts mehr verteidigen, ich muss nicht mehr erläutern, gar nichts mehr. Und deswegen alles, also da gibt es für mich gar nichts mehr zu korrigieren oder worüber ich mich ärgere. Okay. Zukunft. Wir sind ja hier nicht unter Zukunftsforschern, wir nennen das ja Zukunftsmanagement. Zukunftsmanagement heißt für uns, wir gehen mit der Zukunft in unserem Kopf besser um, indem wir uns eine Vorstellung davon schaffen, was kommt, was bleibt, was geht, was Überraschungen sind, welche Chancen wir haben, wo wir hinwollen und was wir dafür tun. Wie ist Ihre Perspektive gewesen auf Zukunft und wie ist sie jetzt? Gibt es einen Unterschied und wenn ja, was sind die Unterschiede? Ja, ich habe Sie ja, als wir uns eben kurz begrüßt haben, gefragt, wer sind eigentlich die Teilnehmer heute hier? Und sind das die Vertreter klassischer Großkonzerne, sind das mittelgroße Unternehmen und so weiter? Und ich habe ja durch den Beitrag von Frau Dvorak einen gewissen Eindruck bekommen, ja.
mir hat das ungemein imponiert. B&O kannte ich nicht, komme ja nur aus dem Medienbereich und habe ein bisschen Handel gemacht, Private Equity. B&O kannte ich nicht, ich fand das klasse und ich fand auch das Projekt unglaublich gut. Ja? Und das hat mich zurückgebracht in meine Bertelsmann-Zeit. Und Sie haben 91 in Leeds sozusagen Ihre Gründungsidee gehabt. Ich wurde 1994 Strategievorstand bei Bertelsmann und wurde für eine Strategiesituation zuständig, von der niemand wusste, was das eigentlich genau ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen ausschmücken darf, nur dass Sie sich das vorstellen, weil Leute alle sagen, Mensch, boah, Bertelsmann und so weiter und so fort. Also 1994 sitze ich als Jungvorstand vor meinem zukünftigen Chef, dem großen Vorstandsvorsitzenden, der auf der anderen Seite vom Schreibtisch sitzt und sagt, also, du wirst jetzt nicht Vorstand für das Buchgeschäft, sondern du wirst Strategievorstand. Ich habe gesagt, was? Strategievorstand? Ich war damals der Vorsitzende der Geschäftsführung von Mondruck, 4.800 Mitarbeiter. Strategievorstand hieß 12 Mitarbeiter. Da habe ich gesagt, was? 12 Mitarbeiter, keine Betriebsversammlung mehr. Er hat gesagt, genau, weil nämlich, das sehe ich kommen, und dann hat er mir ein Dreieck auf ein Blatt Papier gemalt und hat gesagt, hier unten, das sind die Stammgeschäfte, das sind die tragenden Säulen. Und darüber, da haben wir die Geschäfte, die sich so im Aufbau befinden, Fernsehgeschäft. Und da oben, diese kleine Triangel, da ist was, was ich nicht weiß, was das ist, und das hat was mit dem Personal Computer zu tun. Meine Damen und Herren, das war 1994, Medienunternehmen. Ja? Ich habe da vorgesessen, ich war ja nur ein Drucker. Ja, ich kam ja aus der Druckerei. Gottlob hatte ich promoviert, Strategie wird immer nachher gemacht, über Bildschirmtext. Ja? Ich habe da also, Bildschirmtext hat ja schon mal ein bisschen was mit so einem PC, also die, die älter sind hier, die können sich vielleicht noch dunkel erinnern. Initiator, Terminator. So, also ich da vorgesessen und habe gedacht, mein Gott, also was für, Entschuldigung die Damen, was für eine Scheiße. Ja, du gehst nicht nach New York, kriegst nicht das Buchverlagsgeschäft, du kriegst hier 14 Hanseln und sollst Strategie machen. So, dann habe ich mich erstmal auf das Fernsehgeschäft gestürzt und so entstand dann später, ein paar Jahre später, die RTL-Gruppe. Und dann habe ich mir 3, 4 junge Leute reingeholt von außen und habe gesagt, also könnt ihr mir mal ein bisschen Input geben. Also damals kannte ich noch nicht die Future Management Group, sonst wären wir vielleicht mal ein Kunde geworden. Das wäre was gewesen. Also die jungen Leute von außen, die haben gesagt, ja, da gibt es Online-Services und da ist Microsoft wichtig, kannte kein Mensch so richtig in Gütersloh. Und da gibt es Apple, eWorld, dann gibt es CompuServe, vielleicht kennen das nur einige. Und dann wurde gesagt, da gibt es was ganz Neues, das ist so ein bisschen hip, aber wird keinen Erfolg haben, America Online. So, und dann habe ich mir das alles so vor Augen gehalten und abgewogen und dann war es ganz einfach so, dass man anfing in so eine, ja, wie soll ich mal sagen, in so eine Zukunfts, ja, schwer zu beschreiben. Also man hatte die Zukunft irgendwie vor Augen, ohne dass man wusste, wie es genau ist. In dem Moment, ab dem Moment habe ich angefangen, nicht mehr ruhig zu schlafen, weil mir war eins klar, ganz banal. Sie können das, was das Kerngeschäft von B&O ist, nicht digitalisieren und direkt an den Endverbraucher liefern. Geht nicht. Medieninhalte können Sie digitalisieren und direkt an den Endverbraucher liefern. Das war mir in einer Sekunde irgendwann in einem Abend mit in der Diskussion klar. Und ich habe gesagt, wenn wir nicht den digitalen Endkunden haben, dann werden wir irgendwann unsere Produkte nicht mehr an den liefern können. Ne? Dann haben wir irgendwo einen Gatekeeper dazwischen sitzen, der sagt, hält die Hand auf. Damals hatte ich die Telekom im Verdacht und Vodafone und was weiß ich nicht alles. So, und dann haben wir uns aufgemacht und mit dieser rudimentären Strategie gesagt, wer ist denn jetzt der richtige Partner im Bereich Online-Service, um das Endkundengeschäft zu kriegen? Naja, und dann eigentlich Microsoft und dann war es wieder Apple. Und dann haben wir uns für AOL entschieden. Die hatten damals 40 Mitarbeiter. Wir haben für die Beteiligung von 5% 50 Millionen Mark bezahlt. Eigentlich hatte ich ausverhandelt 20%. Die 20% habe ich nicht bewilligt gekriegt im Vorstand. Und nur, dass mein Gesicht gewahrt wurde als Jungvorstand, dass ich nicht mit komplett leeren Händen rausging,
50 Millionen gekriegt. 5% AOL und das 50-50 Joint Venture in Europa. So, und das war 1994 und das habe ich 2002 verkauft für 8,7 Milliarden Dollar nach Steuern. Und jetzt kann man natürlich rechnen, was das geworden wäre, wenn wir 20% gehabt hätten, wie ich eigentlich gewollt hätte. Aber so wie ich Bertelsmann kenne, hätte es dann AOL nicht mehr gegeben, weil die Controller das kaputt gemacht hätten. Ja? Das ist also ein Beispiel, wie man mit Versuch und Irrtum versucht, in eine Richtung zu bewegen. Und wenn ich zurückgucke, Herr Micic, ich kann ja jetzt über die Großkonzerne sprechen. Für mich nicht erkennbar hat überhaupt ein deutsches großes Medienunternehmen es geschafft, sein Geschäftsmodell zu transformieren. So ein bisschen Venture-Capital-Truppe laufen lassen, ja, und sagen, wir machen mal so ein paar intelligente Beteiligungen, das ist ziemlich easy. Aber zu schaffen, die Zeitung aus dem Print ins Digitale zu heben und das erfolgreich zu machen, das hat mir noch kein deutsches Unternehmen vorgemacht. Also ich war knapp 15 Jahre im Board der New York Times und wundert man sich, ne, als Schwerverbrecher habe ich immerhin geschafft, 15 Jahre lang. Und da habe ich erlebt, wie mit welchen Widerständen, da allerdings mit McKinsey, mit welchen Widerständen die Zeitung in ein digitales Geschäftsmodell überführt worden ist. Das trägt, das tragfähig ist. Ja, hier in Deutschland kann ich kein Medienunternehmen erkennen, wo das der Fall ist. Und wenn ich das eine noch sagen darf, bezogen auf den Endkundenkontakt. Ja, wir haben den direkten Endkundenkontakt für Medienprodukte allemal, aber für viele andere Dienstleistungen, Bankdienstleistungen und so weiter, ganz einfach an amerikanische und chinesische Unternehmen verloren. Ja, da sitzt Amazon zwischen, da sitzt Facebook zwischen, da sitzt Alipay zwischen oder Alibaba zwischen und so weiter. Das ist eine Katastrophe. Ja, und eigentlich habe ich immer so das Gefühl, so den deutschen Managern oder den deutschen Politikern ist das eigentlich gar nicht richtig klar, was das heißt. Gibt es denn da den Unterschied zwischen der Liga der ganz Großen, in der Regel börsennotierten und börsendominierten, und denen, die wir hier stärker haben, die noch überwiegend privat sind? Gibt es da einen Unterschied aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass Sie, wenn das hier alles Privatunternehmen sind, einen riesen Vorteil haben, weil Sie mit Kontinuität und auch mit Verständnis im Detail für das Geschäftsmodell einen Veränderungsprozess managen können. Börsennotierte Unternehmen werden natürlich immer durch die Quartalszahlen bestimmt, durch wechselndes Management sehr stark. Ja, dann wird sofort das wieder abgeschrieben und eingestellt, was die Generation davor entwickelt hat. Nehmen Ihnen das Beispiel oder gebe Ihnen das Beispiel Bertelsmann. Ich bin 2002 ausgeschieden bei Bertelsmann über die Frage, ich war der Meinung, Bertelsmann muss an die Börse, um den Anspruch, weltführendes Unternehmen im Medienbereich weiter einhalten zu können, weil wir mit der Finanzierungsstruktur, die wir hatten, das nicht leisten konnten. Ich habe gesagt, Reinhard Mohn, entweder gibst du den Anspruch auf, dass wir unter den Top 3 der Welt sind. Wenn du das nicht tust, ja, dann muss ich dich bitten, dem Börsengang zuzustimmen. Ja, weil wir hatten damals die Finanzkennziffersteuerungsgröße 18% Gesamtkapitalrendite. Das waren ungefähr 32% Nettoeigenkapitalrendite. Und da konnte man keine Akquisition mit tätigen und so weiter und so fort. So, er hat gesagt, trotz Zusage zunächst, ja, hat er dann Nein gesagt, ich bin ausgeschieden. Was ist dann passiert? Gehen Sie mal ganz einfach ganz weit zurück in die Pressclippings. Als erstes wurde Napster begraben. Ja? Dann wurden alle laufenden Verhandlungen mit Amazon abgesagt. Ja? Und es wurde ohne Sinn und Verstand alles beendet, was irgendwo auch nur den Hauch hatte. Digitalisierung, neumodischer Kram, gleichzeitig brach ja der neue Markt zusammen. Ja, da wurde ja einmal in Deutschland mal mindestens alles mal weggekippt, also das Kind mit dem Bade ausgekippt, während in Silicon Valley im Prinzip trotz der Finanzkrise ja, weiter genügend Venture Capital war, damit das sich entwickeln konnte. Und Bertelsmann hat in dem Moment in 2002 die Zukunft verloren. Jetzt ist aber doch Bertelsmann eben das private Unternehmen, wenn auch groß. Woran lag das? Weil
Unsere Theorie wäre ja, derjenige, der morgens am Frühstückstisch sitzt mit der nächsten Generation, mit seiner oder ihrer nächsten Generation, müsste ja doch ein ganzes Stück langfristiger denken. Das ist zumindest immer unsere Annahme, dass wir sagen, also die Börsendominierten, die aufs Quartal schauen müssen oder auf die kurzfristige Erfolgsrechnung, die können gar nicht, aber die Privaten tun es. Was ist da schiefgelaufen? Warum war das da nicht so? Ja, ich glaube, bei Bertelsmann ist der Fehler gemacht worden. Reinhard Mohn hat ja zwei Managergenerationen erzogen und gesagt, Führung und Kapital sind getrennt hier in dem Konzern. Und dann wurde er immer älter, hat ein, zwei Schlaganfälle überstehen müssen. Dann wird natürlich die Abhängigkeit von der Familie immer größer. Dann das Zerwürfnis mit mir, also der Enkel, dem er eigentlich alles geben wollte und der dann plötzlich sagt, ich will aber den Börsengang jetzt haben, sonst gehe ich. Und das führt natürlich wieder ganz stark zurück zur Familie. Ja? Und das ist dann schwierig in so einer Unternehmenskultur, die eigentlich geprägt war dadurch, das Management ja, hat zwar das Kapital, das kontrolliert, aber es gestaltet hier frei. Das ist ja einmal auf den Kopf gestellt worden. Und wenn Sie heute so mal rumhören, dann denken Sie, Lismon ist die Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann AG, was natürlich totaler Unsinn ist. Da sitzt ein Management, aber das Management ist nicht mehr so eigenständig und unabhängig tätig, wie es in unseren Generationen der Fall war. Ne? Und das ist mir noch eine Woche vor Weihnachten passiert, da war ich in Peking und habe mich mit dem Vice-Chairman von Huawei getroffen. Und der sagt zu mir, ach übrigens, und die List, die kommt im März, mit ihrem Management in unser Forschungslabor hier in Peking. Da habe ich gesagt, wie die List kommt. Bis ich überhaupt mal wusste, der sprach über Lismon. Ja, also die ist nicht Aufsichtsratsvorsitzende, die ist das gar nicht, aber die kam mit ihrem Management hier. So, und das führt dazu, dass so eine Unternehmung, so ein Konzern, der eigentlich ein ganz bestimmtes DNA hatte, einmal verunsichert ist und dann auch in andere Richtung ausgerichtet wird, als das jahrzehntelang war. Der Prozess in 2002 hat übrigens dazu geführt, dass heute, wenn Sie mal durchgehen, Google, Apple, iTunes und so weiter, die freuen sich alle über diese Manager-Generation von jungen Bertelsmännern, die damals auf unseren Online-Geschäften saßen. Also so haben wir ganz gute Entwicklungshilfe geleistet. Wenn Sie heute Führungskräfte, Manager, Unternehmerinnen beraten würden. Was würden Sie denen gerade aus Ihrer, ich nenne das mal Transformation, was würden Sie ihnen aus dieser Erfahrung heraus raten, was das Wesentliche ist, was ja der Titel unseres Gespräches ist. Was ist das Wesentliche, vielleicht was anders wesentlich, als es früher war? Ja, also das sind ja die Dinge, die man in der Rückschau an sich feststellt, wie man sich verändert hat, ja, wie man zu einem Abziehbild eines Images geworden ist. Also ich hatte eine Vorstellung, wie ein Top-Manager sein muss, wie das Image ist, und dann habe ich versucht, so auch zu sein. Ja. Oder ich habe gesehen, wie mein Mentor sich verhält, und dann habe ich gedacht, so macht man das, also mache ich jetzt auch so. Und mein Rat heute wäre, Demut zu haben zunächst mal bodenständig zu sein. Das hat mir eben an dem Beitrag so unheimlich gut gefallen von Frau Dvorak, wenn ich das so sagen darf, weil da kam ja nicht nur Scham über, sondern Sachkompetenz und auch ein unheimliches Geerdetsein. Und bei mir ist es ganz einfach so, dass ich das komplett verloren hatte. Ja, ich war nicht mehr geerdet, ich war nicht mehr bodenständig, ich war ein Großmaul. Und wahrscheinlich komme ich heute noch manchmal so über, wenn ich mich in Rage rede, aber das ist nicht so gemeint. Es ist ganz einfach so, ich war charakterlich nicht so gefestigt, als dass ich hätte diese berufliche Entwicklung schadlos überstehen können. Asking for a friend, wie viel davon war Jugend? Ach, da war ziemlich viel Jugend. Ich meine, wenn Sie so, aber ich bin zu schnell und zu jung in bestimmte Positionen gekommen und ich versuche das immer jüngeren Menschen auch so zu sagen, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt Anfang 40, ja, und dann fliegen Sie jede Woche nach Amerika. Ja, damals flog ja noch die Concorde und so weiter. Es fängt ja an und färbt ab. Ja.
Und das färbt ab in die verschiedensten Lebensbereiche. Ja? Also es färbt ab, dass man denkt, ich kann jetzt mehr in Anspruch nehmen für mich. Und wenn Sie das mal genau beobachten, Herr Micic, vielleicht bin ich ein Einzelfall. Ja? Ich persönlich glaube es innerlich nicht. Ja, jetzt nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Carlos Ghosn. Ja? Was ist die Verteidigungslinie von Carlos Ghosn, wenn der im Libanon nach seiner Flucht in irgendeinem Instrumentenkoffer sich verteidigt? Der sagt, ich habe so große Verdienste um Renault, Mitsubishi, Nissan, dass mir das zustand. Und dann wird Carlos Ghosn ganz intellektuell und sagt, und übrigens, um mich zu ersetzen, bedarf es 5 Führungskräfte, die neu eingestellt worden sind. Und dann habe ich nachgeforscht, jeder von denen hat 2 Sekretärinnen, hat einen Assistenten und so weiter. Dann hat Carlos Ghosn vorgerechnet dann auf der Pressekonferenz, dass das, was ihn jetzt ersetzt, 3-mal so teuer ist, wie das, was er angeblich zu viel gekriegt hat. Ja? Das Argument setzt natürlich nicht eine juristische Betrachtungsweise außer Kraft. Ja? Natürlich hat er wahnsinnige Verdienste um Mitsubishi und Nissan und Renault, gar keine Frage. Aber es rechtfertigt nicht, dass er für sich selber entscheidet, darauf habe ich Anspruch und das steht mir zu. Und leider habe ich den gleichen Fehler gemacht. Ja, also ich habe angefangen, also mein Paradebeispiel ist immer, wenn wir so eine Veranstaltung hatten, wie heute hier bei Ihnen so zum Beispiel, und es gibt Übernachtung, da hätte ich immer gesagt, das größte Zimmer kriege ich. Ja, so. Und so bin ich dann auch aufgetreten dann in den Hotels, wenn ich dann da eincheckte. Und das mag für Sie jetzt eine ganz schlimme Vorstellung sein. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Also wenn wir irgendwas hatten, was wir politisch durchsetzen wollten, ja, dann ist es für ein Medienunternehmen, das international tätig ist, überhaupt kein Problem, Top-Politiker anzurufen. Ja, ich habe mit Helmut Kohl gewandert, wenn der abspeckte. Wenn ich ein Problem hatte, habe ich Clinton sofort im Weißen Haus angerufen. Und das Ganze färbt dann auf einen selber ab, dass man denkt, ich bin wichtig. Ein anderes schlimmes Beispiel habe ich in meinem Buch geschrieben. Ich war von der Familie Bush eingeladen in deren Haus an Kennebunkport. Nicht ich, sondern natürlich in meiner Funktion als Bertelsmann-Chef. Ja, war ein tolles Wochenende. Ein paar Tage später kommt der PR-Chef von Bertelsmann, Herr Arnischwe, ist leider verstorben zwischenzeitlich, und sagt zu mir, Thomas, Schröder, also damals Bundeskanzler Schröder, stellt sein neues Beraterteam zusammen. Der möchte dich da drin haben. Da habe ich den angeguckt, den Arnischwe, und habe gesagt, für sowas habe ich keine Zeit. Ja? Wenn es der amerikanische Präsident wäre allerdings. Ja? Also völlig, völlig irre geworden. Ja? Und das ist, glaube ich, worauf man achten muss. Und wo ich, wenn ich jetzt Investor hätte, im B&O investieren würde, weil ich das Gefühl hätte, die machen da schön ongoing ihr Business und das wird so in den nächsten 10, 15 Jahren ganz gut weitergehen. Aus heutiger Sicht, wenn ich so zurückgucke, hätte ich in mich nicht investiert. Ich habe zwar da ziemlich viel Geld verdient für den Konzern, aber ich hätte trotzdem nicht investiert. Ich habe heute Morgen gezeigt, unter dem Stichwort Nachhaltigkeit und ein neues Wirtschaftsparadigma zu denken, was der Larry Fink vor ein paar Tagen publiziert hat, als Brief an die CEOs, wo er sagt, er ist durch so viele Finanzkrisen gegangen in seinen 40 Jahren, also 87, Dotcom und jetzt nochmal 2007, 2008, aber Climate Change is different, sagt er, es ist anders. Und das wird strukturell anders sein, es braucht eine grundsätzliche Neuallokation von Kapital, so drückt er das aus und will damit sagen, wir müssen wirklich Grundsätzliches anders machen. Wir müssen in Nachhaltiges investieren. Das muss wesentliches Kriterium unserer Portfoliozusammensetzungen sein. Wir müssen raus aus der Kohle. Wir müssen sehr genau hinschauen, was fossile Energien sind. Für wie glaubwürdig halten Sie das? Jetzt gerade von ihm und Larry Fink oder auch von anderen, die das vielleicht in eine ähnliche Richtung sagen. Immerhin ist das jemand bei BlackRock und BlackRock ist ja zumindest für so die breite Bevölkerung eher der Teufel. Ja, also ich kenne ihn ein bisschen. Ich kenne den Gründer von Blackstone, Steve Schwarzman, sehr gut. Ich habe Respekt vor denen, aber
ich habe sehr viel Abstand diesen Jahresbriefen gegenüber, vor folgendem Hintergrund. Der, der diese Briefe persönlich geschrieben hat, solange er CEO von Disney war, war Michael Eisner. Sind legendär. Ja? Und er hat mir gesagt, er setzt sich, weiß nicht, 3 Wochen oder 4 Wochen vorher schon hin. Er schreibt das ganze Jahr über Stichworte. Und Sie müssen mal gucken, in alten Disney-Geschäftsberichten, sich die mal rausziehen lassen. Die sind so persönlich und so auf den Punkt und so authentisch, dass ich sage, das glaube ich. Ja, das war die Disney-Family. Und da hat er alles und wie er Lions King aufgebaut, grandioser, wie die das damals gemacht haben. Komplett glaubwürdig. Der junge Thomas Middelhoff sitzt dann bei Bertelsmann und denkt, oh, der Disney-Chef macht das, musst du natürlich auch machen. Ja? Mein Ding wurde nicht von mir geschrieben. Ja? Ich habe auch nicht das ganze Jahr über die Stichworte aufgeschrieben, sondern mein Brief, ja, zum Ende des Geschäftsjahres, wurde geschrieben von 2, 3 Assistenten. Ich habe den Brief hingegeben, die kamen ein bisschen zurück, dann haben die gesagt, das muss aber auch da drin sein und das ist so. Und dann entstand das Ding, ich fand das immer schick, aber es war viertel so authentisch wie von Michael Eisner. So, jetzt gehen wir mal zu Larry Fink. Ich persönlich glaube, dass es noch weniger ist als meins oder auf gleichem Niveau. Und ich bin unheimlich kritisch dem gegenüber, was auch twitternde CEOs anbetrifft. Ja? Das ist nicht Aufgabe eines Managers, jetzt per Twitter die Öffentlichkeit zu erfreuen mit Überlegungen, die man hat. Ja? Also könnte ich mir bei Frau Dvorak nicht vorstellen, dass sie jetzt sagt, ich twitter jetzt mal, was ich von dem amerikanischen Präsidenten halte. Twittern Sie? Ist sie nur da? Also du musst schon fragen, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nicht im Zusammenhang mit B&O. Vielleicht Sie als Privatperson. Ja? So, es ist nicht Aufgabe eines deutschen Konzernchefs zu sagen, den amerikanischen Präsidenten finde ich nicht gut. Und das kritisiere ich. Und wissen, dass er ein riesen Anteil seines Geschäfts in den Vereinigten Staaten ist. Ja? Jetzt in Davos war er dann wieder eingeladen. Ja? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Trump sowas vergisst. Ja, also man büßt mindestens einmal für sowas. Ne? Und es kann nicht sein, dass man anfängt, so eine Bewegung wie Friday for Future so aufzugreifen, dass man das, eine Greta Thunberg, zum Bestandteil, zum Nukleus der Strategie macht. Das ist für mich überhaupt nicht authentisch. Überhaupt nicht authentisch. Für mich ist es so, wenn ich in einem Unternehmen bin, wie zum Beispiel B&O, dass ich sage, Umwelt und CO2 und so weiter, das hat Impact auf uns. Wie gehen wir damit um? War nicht so im Kern der Strategie, wenn ich mich so erinnere, was ich da gesehen habe. Das wäre für mich plausibel. Ja? Und dann kommt das über. So, wenn der BlackRock-Chef, der Larry Fink, jetzt sagt, das ist ein Thema für uns und wir werden bei unseren Investitionen weiter darauf gucken, dann glaube ich da erst dran, wenn ich das tatsächlich auch bei deren Asset Allocation sehe. So als Thema, als Aufforderung an die Manager, ja, mach es sein. Ob der das wirklich zum Nukleus seines Tun macht, halte ich für zweifelhaft. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Osnicic, vor dem Hintergrund, was ich eben gesagt habe, ich bin jetzt ein alter Sack, ich habe ziemlich viel erlebt. Die Hype um eine Person, ja, die relativ jung an Jahren ist, ja, die halte ich für völlig übertrieben. Und das, diesen Hype zur Grundlage etwa einer strategischen Ausrichtung zu machen, die vielleicht nur taktischeren Charakter hat, ne, halte ich für sehr leichtsinnig. Das muss ich Ihnen sagen. Und ich habe die Diskussion, weil Sie Lanz eben zitierten, zwischen Frau Neubauer gesehen und dem ehemaligen Bundesumweltminister Töpfer. Ja? Ich habe Töpfer noch persönlich kennengelernt. Ich habe ihn erlebt als Bundesumweltminister. Ich habe mit Kohl darüber gesprochen damals, welche Überlegungen waren und so weiter. Und wenn die Neubauer ohne Wissen um die ganze Historie und den Hintergrund, den man so in Grund und Boden redet, der sich als alter Kerl gar nicht mehr wehren kann dagegen, ja,
dann habe ich da wirklich so Erinnerungen wie, das ist die 68er-Generation, die sich so aufschwingt und abrechnet mit der Generation davor und deren Versagen. Und das finde ich nicht gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Klima ist wichtig, das muss man ernst nehmen. Das muss man aber wirklich als dickes Brett bohren und nicht jetzt als so ein Positionierungstool für das Unternehmen, für sich selber nach draußen hängen. Sie haben ja, vermute ich zumindest mal, eine Vision, ich nenne das mal Vision, eine Vorstellung von dem, was Sie bald machen möchten. Also es gibt ja so einen bestimmten Punkt, an dem Sie Mitte des Jahres sind. Wollen Sie uns darüber was erzählen? Hat das für Sie Bedeutung oder lassen Sie es so einfach geschehen? Ja, also für mich ist erstmal eine Erkenntnis, früher war ich immer so ausgerichtet, dass man Dinge erzwingen kann, planen kann, erzwingen kann. Ich habe jedes Jahr gesessen, knapp 30 Jahre, am 31.12., habe dann die Ziele für das Jahr revidiert. Welche habe ich erreicht, welche habe ich nicht erreicht, dann die für das neue Jahr aufgeschrieben, 30 Jahre lang. Ja. Und irgendwann ist das unterbrochen worden dadurch, dass ich inhaftiert wurde. Und im Gefängnis hatte ich dann keine Lust in U-Haft, Ziele jetzt. Und ich hatte ja auch nicht mein altes Blatt. Und also das war nur ein Ziel, hier lebend rauskommen. Das war vielleicht das Ziel. Und seitdem haben sich die Dinge eigentlich alle wundersam entwickelt. Man muss ja mal, wenn man zurückguckt, auf das Jahr von mir 2017 zurückgucken, da bin ich kurz vor Weihnachten entlassen worden aus dem offenen Vollzug. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre danach. Und ich hätte mir also Ende November 2017 nie vorstellen können, dass ich eingeladen werde von dem Dr. Mitic zur FMG-Gruppe und da über irgendwas rede. Sondern ich habe da gestanden und habe gedacht, what's next? Ja, also wenn Sie so als Strafgefangener des Justizsystems entlassen werden, geht das über Nacht. Sie sind nicht darauf vorbereitet. Ja? Und ich habe immer das Bild vor Augen, wie diese Menschen, die dann entlassen werden, meistens mit 1, 2 Aldi-Tüten in der Hand, vom Gefängnishof runtergehen, zur Bushaltestelle, in den Bus steigen und verschwinden. Irgendwo. Ja. Und sie wissen auch nicht, wohin und Dings und sind die resozialisiert oder nicht. Aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Für mich ist es seitdem so, dass ich sage, ich finde es irre, was sich hier so entwickelt hat. Also das erste Buch ist ein Bestseller geworden, darf ich ja noch sagen. Das zweite Buch ist ein Bestseller geworden. Ich arbeite am dritten Buch, jetzt allerdings übers Internet. Ja, und aus meiner Sicht die Key Learnings und wo es hingehen könnte. Aber auch mit dem Aspekt, mit der Frage, ob Deutschland den Anschluss schon verpasst hat, unaufholbar. Das nächste ist, Vorträge lasten mich sehr stark aus. Und das dritte ist, wenn diese Periode, Herr Mitic hat angesprochen, dann endet sozusagen das Insolvenzverfahren für mich, die Frage des Neuerwerbs. Wenn das geendet ist, dann werde ich sehr stark im Venture Capital Geschäft meine Erfahrungen und das Wissen einbringen. Übers Internet und ob Deutschland das den Anschluss verpasst hat. Vor allen Dingen der erste Teil, beim zweiten, da weiß ich fast schon die Antwort. Können Sie Highlights daraus nennen, was Sie darüber schreiben in dem dritten? Also ohne, dass es irgendwie verkaufsschädlich ist, im Gegenteil. Ja, in dem dritten, das ist, das sind natürlich mehrere Kapitel. Also das erste Kapitel ist ein Blick zurück, ja, neuer Markt und was daraus sozusagen entstanden ist. Also das der Zusammenbruch des neuen Marktes, der aber ursächlich was damit zu tun hatte, dass Halbkriminelle dort Firmen hingebracht haben, die überhaupt nichts mit Digitalisierung, Internet und so weiter zu tun hatten. Das waren ja die abenteuerlichsten Geschäftsmodelle, die da vermarktet wurden. Der kriegt eine Korrektur. Ja, alles war ja gehypt und so weiter und so fort. Man kriegt eine Korrektur. Und mit der Korrektur verbunden sitzt fast bis heute in den Köpfen vieler Deutschen drin, das ist Betrug, das ist, hat keine Zukunft, mit sowas beschäftigt man sich nicht. Ne? So, im Silicon Valley, habe ich eben schon angedeutet, ist das genau anders gelaufen dort. So, das Zweite ist, wenn man heute einen Status macht, da haben wir meiner Meinung nach den Anschluss verloren, in der Phase, unwiderruflich. So, dann ist die Frage, wo stehen wir eigentlich heute?
im Rahmen der Digitalisierung und sind eigentlich Konservativismus und Digitalisierung Gegensätze? Man muss ja schon mal die Betrachtung anstellen dürfen, dass wir mit einer kleinen Unterbrechung einer links-grünen Regierung durchgehend konservativ regiert sind. Und ich war 1992, 1993 irgendwann auf dem Zukunftstag der CDU als Sprecher eingeladen. Und da saß Helmut Kohl neben mir, Jürgen Rüttgers war der Zukunftsminister und da sagte der Helmut Kohl, das machen wir. Ne? So, und jetzt lass mal die jungen Mittellofter reden. So, dann musste ich dann da hoch, habe geredet, das wurde sogar irgendwo in Tagesschau oder so ganz kurz gezeigt und seitdem ist nichts passiert. An den Zukunftsminister kann ich mich noch erinnern, da dachte ich, war ja auch so unsere Frühzeit, wow, es geht jetzt richtig los. Also ja, jetzt kommt so Akzeptanz für Zukunftsdenke. Wir hatten damals, ja. Ich könnte Ihnen mal den Vortrag schicken, den habe ich mir jetzt nämlich nochmal rausgesucht. Da ist genau das drin, was heute die Themen sind. Breitbandigkeit, ja, Erreichbarkeit von Randgebieten und so weiter. Ne? Und es ist auch völlig unverändert. Also Sie können in die Wüste Gobi gehen und haben jetzt mittlerweile 4- und 5G-Empfang. Ja? So, und hier, da fahren Sie mal einmal so ein bisschen von der Autobahn ab, Sie haben keinen Empfang mehr. Sie haben im Intercity keinen Empfang. Ja? Intercities sind unpünktlich und so weiter und so fort. Also es ist grauenhaft, es wird nicht verändert. Und die Frage ist, wer steht denn da wem im Weg? Also wir sagen doch immer, wir sind das Land der Ingenieure und der Erfinder und so weiter und so fort. Und wir sind nicht in der Lage, das in den Griff zu kriegen. Das macht mich sehr nachdenklich. Und das ist, wenn ich das sagen darf, auch analog zu dem, was ich eben gesagt habe, wir sind nicht in der Lage, ein Geschäftsmodell zu transformieren. Ja? Also ich habe es für die Medienindustrie gesagt, ja. Genauso schlimm und vielleicht in der Zukunft, in der Auswirkung viel schlimmer als die Automobilindustrie. So, reden Sie mal mit Automobilmanagern. Ich kenne auch ausreichend viele aus meiner früheren Leben. Ja? So, wenn man mit denen sprach und hat gesagt, so, da gibt es aber jetzt sowas am Horizont, Tesla. Ach. Ich habe mich, wann war denn das, vor 3-4 Monaten mit dem ehemaligen Audi-Chef getroffen. Dann habe ich gesagt, du, jetzt sag doch nochmal Tesla. Und da sagt er, also, die können das gar nicht finanzieren, die sind völlig überbewertet und ach, mit den Batterien, das ist und so weiter und so fort. Ne? So, jetzt ist Tesla von der Marktkapitalisierung an VW vorbei, jetzt kommt den Menschen unruhig. Ne? Tesla ist aber als Elektromobilität doch gar nicht das Thema, sondern die Frage ist, wie vermarkten die eigentlich ihre Autos? Wie läuft der Service ab? Ja? Und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Tesla geht hin und nimmt den gesamten physischen Verkauf zurück. Ja, die haben noch ein paar Showrooms und der Rest kommt aus dem Internet. Aber es wird ja viel schlimmer. Die Chinesen haben Volvo, ja, dann haben sie eine Marke Polestar entwickelt. Ja, so, und Sie können den Polestar bestellen. Der ist komplett E-Mobilität. Wenn Sie wollen, haben Sie noch ein bisschen Hybrid dabei. Der hat 4-Gang Allradantrieb. Sie können entscheiden, 8 Farben und sonst nichts. Und das Auto wird Ihnen auf den Hof gestellt, also vor die Haustür gestellt. Es gibt keinen Händler. Sie bestellen das über das Internet. Wird in China produziert, hier in geliefert. Hallo Automobilindustrie, ist das vielleicht ein Grund, mal nachdenklich zu werden? Im Augenblick hängen doch unsere Arbeitsplätze davon ab, dass wir die Automobile nach China kamen. Ja? Also Sie hätten ja eine Massenarbeitslosigkeit hier, wenn das nicht mehr der Fall wäre. So, ist das nicht ein kleines Warnsignal? Nee, ist es nicht. So, und ich hatte neulich eine Diskussion, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, wenn ich den Smart produzieren würde, warum wird der Smart nicht über Amazon verkauft oder über irgendeine Internetplattform? Sie brauchen keinen Händler dafür. Da sagen Sie, die Farbe, genau das, was Polestar macht, das hätte ich gerne links. Dann kann Amazon sogar die ganze Cloud da reinpacken. Ja, dann kommt der mit Musik, mit allem Zip und Zap zugelassen, steht er vor der Haustür. So. Warum geht das nicht? Jetzt waren Sie ja näher an diesen Menschen dran als wir, um diese Frage zu beantworten. Also wir sind ja so romantisch und sagen, die meinen das eigentlich gut. Die haben nur ihre Annahmen über die Entwicklungen der Zukunft nicht geprüft.
Also die Nein, da widerspreche ich Ihnen. Das stimmt nicht. Nein, Sie haben da Manager sitzen. Sie haben da eben nicht die Unternehmer sitzen. Sie haben da Manager sitzen. Und die haben natürlich mehrere Dimensionen im Kopf. Ne? Also das eigene Prestige war bei mir sehr stark ausgesprochen. Ist das Nummer eins? Das Verteidigen der Position. Ja? Das Erreichen der Pensionsgrenze. Und natürlich auch die dicke Pension danach. Ja, das sind wichtige Tools. Also die Reputation muss beschützt werden, weil wenn die Reputation nicht beschützt ist, erreicht man nicht die Pensionsgrenze und so weiter und so fort. Alles, was Risiko hat, ja, out of the box denken, Strukturen in Frage stellen, alles, was ein substanzielles Risiko hat, wird dann nicht angegangen. Das wird nicht gemacht. Ich meine, das muss doch einen Grund haben, dass solche großen Moloche, solche großen Konzerne komplett resistent sind gegen irgendeine Transformation. Dann macht es auch nicht das offene Hemd, ja, und dass man sagt, oh, jetzt bin ich aber ganz modern, ohne Krawatte fahre ich jetzt das Auto rein und erkläre das dann vor der Leinwand und so weiter und so fort. Damit beeindrucken Sie keinen Chinesen mehr. Ne? Diese Verhältnisse wären ja aber doch in den USA genauso. Also ging es auch ums Prestige des Managers, würde auch darum gehen, möglichst das Risiko nicht einzugehen. Gibt es da trotzdem einen Unterschied? Oder? Ja, da gibt es einen Unterschied, weil das Neue dort anders unterstützt wird. Ein Elon Musk wird es in Deutschland nicht geben. Ja, weil die sagen, der raucht Marihuana, ja, der trinkt auch noch viel und dem soll man auch noch Geld geben. Und dann hat er so abgedrehte Vorstellungen, dass Leute mit so einem Hyperloop und so weiter und so fort. Und dann soll es auch noch ins All gehen, das will er auch noch machen. Der wäre hier wahrscheinlich in einer geschlossenen Anstalt. Ja? In Amerika ist das ein Hero. Ja? Die sagen, und auch wenn es mal dagegen geht, und auch wenn er, der twittert übrigens, ja? Und wenn er mal getwittert hat und hat dann da seine Analysten beschimpft und seine Investoren, dann sagen die, pass mal auf, Junge, jetzt zahlst du ein Dings, und, aber an sich ist er ein toller Unternehmer. Er ist ein sagenhafter Unternehmer. Visionär, setzt das um, baut das auf. Ja? So. Elon Musk kommt nach Deutschland, ja, kündigt jetzt hier den Bau einer Fabrik an. Wie geht das denn in Deutschland los? Erstmal, die Automobilindustrie versucht ihn zu relativieren. Muss man erstmal sehen, ob das was wird, muss man erstmal dies und das und jenes. Ist halt nur eine Fabrik, aber wir sind doch da auch da. Ne? Das Zweite ist, im Land Brandenburg gibt es erstmal Widerstand, ja. Die Fabrik so, nee, wollen wir nicht. Und wir sind nicht gefragt worden und so weiter. Böser Kapitalist, der macht sich da selbstständig. Und das ist für mich ein Paradebeispiel, das so ist. Und die Amerikaner sind da konsequenter. Wenn GM die Kurve nicht kriegt, hin zur Elektromobilität, oder wenn die ihre Vertriebsstruktur nicht ändern, wird das Ding vor die Wand gehen und wird abgewickelt. Ja, Chapter 11 weg. So. Aber in der Zwischenzeit haben sie einen Tesla da stehen. Und den kann ich hier in Deutschland, vielleicht in Aachen bei Professor, wie heißt er? Ja, aber das ist ein ziemlich kleines Ding da. Ne? Und nee, aber das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, dass in Amerika was möglich ist, was hier völlig undenkbar ist. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, diese Bedingungen gelten für alle, die zumindest hier in Deutschland sind. Also das gleiche Umfeld, das gleiche negative Umfeld. Glaube ich nicht, weil hier in Deutschland, das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland ist Mittelstand. Ja? So, und wenn ich jetzt Wirtschaftsminister wäre, würde ich sagen, und dieser Mittelstand, der hat eine einmalige Chance, wenn der sein System-Know-how in die Digital Economy bringt. Und wenn er das internationalisiert vor allen Dingen. Das sind Spezialanwendungen. Ja, stattdessen wird fantasiert über, wir brauchen eine German Cloud und wir brauchen German Amazon und so weiter. Es ist vorbei. Das werden wir nie erreichen, aber die Riesenchance, die sitzt doch hier. Ja, wenn die hingehen und sagen, das, was wir an System noch haben, nimm mal hier AVA, was wir an System noch haben, ja, das kombinieren, wir bringen da eine smarte Technologie, dann steht auch China für sowas offen. Ich habe kürzlich mit Gunter Dück gesprochen, der sagt, wir wollen ständig erforschen, was es woanders schon längst zu kaufen gibt. Und deshalb forschen wir auch ganz viel an solchen Technologien wie der German Cloud und so weiter. Da wollte ich aber gerade hin, wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, Sie hätten noch, es würde Sie noch mal packen. Und Sie würden sich Ihrer Fähigkeit als Manager, als Macher, als Ermöglicher erinnern und würden den Wirtschaftsminister machen. Und aus irgendeinem Grund würde es Ihnen ermöglicht werden, mal was zu machen.
Hätten Sie Ideen, wie wir denn mit wenigen Änderungen einen Schritt nach vorne machen können? Weil wenn wir so weitermachen, dann sind wir das Museum der Welt irgendwann, das wirtschaftliche. Provozierende Frage. Ich würde erst mal mehr essen dann. Kleiner Scherz. Okay. So, aber was würde ich in Richtung vorne, nach vorne? Also es ist ohne Frage Mittelstand, für mich Mittelstand und Digitalisierung. Dafür muss aber die Infrastruktur stimmen. Ja, also das heißt, ohne Wenn und Aber, den Ausbau der Infrastruktur, was ich nicht verstehen kann, ist, dass jetzt gesagt wird, für die 5G-Lizenz, das Geld wird verwendet für den Netzausbau. Ich meine, ist Ihnen das mal klar geworden? Es sollte jedes Mal das Geld für den Netzausbau verwendet werden und wir haben noch immer kein wettbewerbsfähiges Netz. Ja? Das Zweite ist eine wirklich nachhaltige Offensive an den Schulen. Ja, weil ich der festen Überzeugung bin, wir verlieren relativ momentan auch gegen osteuropäische Länder, also bis hin Litauen und Ukraine. Ja, wir verlieren, was das Verständnis für digitale Prozesse anbetrifft. Und Infrastruktur und Ausbildung wäre wichtig. Und das andere wäre konsequente Förderung des Mittelstands. Nicht eine Schutzliste für 10 Konzerne, auf denen Deutsche Bank und ThyssenKrupp steht, aus welchen Gründen auch immer. Da steht nicht Wirecard drauf oder sowas, ne? Da steht sowas drauf. Den Mittelstand entwickeln und ja. Gibt es denn eine Chance, dass das mal passiert? Weil könnt ihr sagen, ja, also die meisten Arbeitsplätze, wir kennen alle die Geschichte, die meisten Arbeitsplätze im Mittelstand, den größten Wertbeitrag und so weiter, solide, nachhaltig. Gibt es irgendeine Chance, dass es mal anders wird? Also dass nicht die prominenten, weil von der Marke her bekannten Unternehmen geschützt werden, weil man damit besser glänzen kann? Gibt es eher einen Kniff, das zu ändern? Oder müssen wir uns damit abfinden? Das muss in den Köpfen der Politiker stattfinden. Ne? Weil der Fehler fängt ja schon da auch an, wenn gesagt wird, es wird ein Problem identifiziert. Nehmen wir mal an, in irgendeiner Branche. Ja? Dann sehe ich ja nicht da, dass da die gestandenen Unternehmer jetzt kommen, sondern da stehen die Repräsentanten der Konzerne. Meistens noch nicht mal die Chefs, sondern irgend so ein Stabsoffizier oder Lobbyist und so weiter. Und die gehen dann immer artig hinter der Kanzlerin her. Ne? So, das ist das Bild, was wir da haben. Ne? Und das ist nicht der Sachverstand, den wir brauchen, in die Tiefe, im Detail. Ne? Und da entstehen ja auch Entscheidungen, wo man sich heute wirklich verwundert fragt, wie konnten die eigentlich so zustande kommen? Also, wenn ich mir unsere Klimabilanz angucke, ja, wir erreichen unsere CO2-Ziele nicht. Warum erreichen wir die nicht? Die erreichen wir nicht, weil die Atomkraftwerke hier abgestellt worden sind. Ja? Sie werden die CO2-Ziele nur erreichen können in der Mischung mit Atomenergie und erneuerbaren Energien. Alle Länder rundherum betreiben ihre Atomkraftwerke, nur Deutschland nicht mehr. Wir haben das ganze technologische Know-how gehabt. Jetzt haben wir da alte Hütten stehen, direkt an den deutschen Grenzen, die Strom produzieren, den wir abnehmen. Wie irre sind wir hier eigentlich? Und das wird nicht mal kritisch diskutiert, das wird nicht hinterfragt, das wird einfach so hingenommen, weil die Regierung hat es so verfasst. Und ich weiß nicht, ob wir hier eher so ein Land sind, der Hinterherläufer, der Mitmacher, der ist von oben gekommen, muss ich also machen. Sie haben doch bestimmt auch Fragen, Ideen, Hinweise. Was kann uns Dr. Mittelhoff sagen noch? Wenn Sie jungen Menschen einen Rat geben würden, die sehr schnell Karriere gemacht haben, aus welchem Grund auch immer, was würden Sie denen sagen? Zu sagen, bleib auf dem Boden, ist das eine, aber können die das allein wirklich managen oder muss das irgendwie anders laufen? Also ich denke, die sollen sich meinen Fall angucken, krasser geht's kaum. Ja, vielleicht mein Buch noch lesen und das ist auch so, dass es unumwunden darum geht, was ich falsch gemacht habe. Ja? Und ich würde diesen jungen Menschen raten, einmal in dem Satz, Ability takes you to the top, also deine Fähigkeit, dein Einsatz, ja, aber Character keeps you there. Ja, und behalte deinen Charakter. Egal was passiert, behalte deinen Charakter. Und ich habe meinen Charakter verloren, im wesentlichen Teil. Und was ich
Unternehmen, die eine Führungskräfteentwicklung betreiben, raten würde, wäre also nicht zu schnell entwickeln, also schon operative Verantwortung, aber nicht zu schnell durchschicken. Zweitens, bitte nicht erkennen lassen, dass das jetzt ein Talent ist, was für Weiteres vorgesehen ist, weil die ganze Organisation sich sofort entsprechend verhält. Ne? Dann sagen die, das ist Frau oder Herr XY, ja, die scheint hier und dann ist die nachher mein Chef, also behandle ich die gut. Ja. Und das Dritte ist, aufgrund meiner Erfahrung als Freigänger, da habe ich mir Betel ausgesucht und mit Behinderten gearbeitet. Ich würde raten, dass für so ein Management-Entwicklungsprogramm so ein soziales Periode dringend notwendig sein sollte. Also ich weiß nicht, ob ich damals schon dafür bereit gewesen wäre, aber ich sag mal so, also 3 Monate Betel, ich glaube, die hätten mich auch schon ein bisschen erreicht in dem Alter 28, 27. Noch eine zweite Frage, Sie hatten die Schulen angesprochen. Was würden Sie da ändern? Inhaltlicher Art oder die Menschen auf etwas vorbereiten, wenn es dann um... Also ich glaube den Lehrplan. Ich weiß nicht, wie lange wir noch brauchen, dass wir wirklich von den PHs und auch von den Unis Lehrkräfte bekommen, die total affin sind mit digitalen Didaktik. Und das kann ich nicht beurteilen, aber offensichtlich ist dieser Durchsatz so viel länger, als ich das damals angenommen habe. So, also Ende der 90er Jahre haben wir uns ja schon mit all dem konzeptionell beschäftigt. Aber da haben wir immer gesagt, so, das ist jetzt an den Unis und jetzt 2 Jahre kommen die raus und dann geht's los. Nee, da ist ein Timelag, weil die Professoren, die müssen einmal rund erneuert werden und so weiter und so fort. Das hat also in Deutschland einen wahnsinnigen Timelag. Ne? Und das, was ich überhaupt nicht beurteilen kann, mehr, früher war ich da näher dran, ist die Grundausstattung in den Schulen. Ich befürchte, dass sie schlechter ist, als wir eigentlich glauben. Also 1998, 2000 hatten wir so ein Programm PC für alle Bertelsmänner. Ja, als wir so viel Geld da mit AOL verdient hatten, da haben wir 120.000 Mitarbeitern weltweit einen PC geschenkt. Ja. Und um denen auch mal deutlich zu machen, was das für ein Tool ist und was das heißt für Medienunternehmen. Ne. Und damals, Regierung, kam ein Feedback von Familien, das können Sie sich gar nicht vorstellen, nämlich ist das erste Kind, das sowas hat, in der Schule überhaupt nicht da und so weiter und so fort. Ne. Und damals hatten wir auch so eine Initiative mit der Telekom, damals noch mit Ron Sommer zusammen, ne, also die Schulen ans Netz, ne, das war eine Katastrophe. Also ich glaube, dass die Ausstattung, die Infrastruktur in den Schulen noch immer ziemlich schlecht ist. Herr Dr. Middeldorf, ich hätte eine kurze Frage nochmal zum Thema Wirtschaft und Politik. Idealerweise würden ja diese beiden Bereiche Hand in Hand oder sich ergänzend diese großen Herausforderungen angehen, die wir jetzt heute ja auch schon vielfach beschrieben haben. Was man aber feststellt, ist, dass beide Bereiche sehr konfrontativ miteinander umgehen. Wirtschaftsvertreter treten entweder gar nicht öffentlich auf oder beschreiben die Politik als unfähig und als nicht vorausschauend. Umgekehrt ist die Politik, wie gerade das letzte Woche bei RWE gesehen, geradezu empört über das Verhalten von Wirtschaft und deren Berechenbarkeit und deren Zuverlässigkeit. Ist alles eine sehr ungute Situation. Und jetzt kommt noch mit der Klimadebatte auch noch Generationenkonflikt vermeintlich hinzu. Wo würden Sie da ansetzen, um einfach Wirtschaft, Politik und die anderen Akteure wieder eigentlich auf einen konstruktiven Weg nach vorne zu bringen und aus dieser eigentlich sich lähmenden Konfrontationsstellung rauszukommen? Also aus meiner persönlichen Sicht haben Sie einen Punkt angesprochen, den ich als ersten benennen muss. Die Vertreter der Wirtschaft müssen wieder den Mut haben, in Erscheinung zu treten. Ja? Und ich kann Ihnen wirklich sagen, zu meiner Generation war es nicht üblich, dass Wirtschaftsvertreter oder ich sage jetzt mal Topmanager oder der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann, nehmen wir mal ad personam, abgeschuhriegelt wurden wie Schuljungen, ja, von Spitzenpolitikern. Und das kann einfach nicht mehr sein. Also auf der einen Seite bin ich der Meinung, der Siemens-Chef macht einen Fehler, wenn er durch die Welt twittert. Ja. Aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, im geschlossenen Raum
die Position vertreten für den Konzern und für die Interessen des Konzerns. Ja? Und zwar knallhart. Das ist das Entscheidende. Ja? Das Zweite ist, wir haben zu viel Populismus in Deutschland. Also da Populismus, aber jetzt nicht nur in Richtung rechts außen, ja, sondern Populismus im Sinne von opportunistischem Verhalten. Ja, da wird irgendwas thematisiert, dann wird das hochgezogen, die Sau wird 2 Tage durchs Dorf getrieben, dann ist das wieder weg und erledigt. Ja. Das Problem ist aber tatsächlich noch da. Ja. Und diese Haltung, wir lösen Probleme, wir bearbeiten die bis zum Ende, also hier Ihre Projekttools oder so, denn man hat ja wirklich das Gefühl, das findet gar nicht mehr statt zwischen Wirtschaft und Politik. Also stattdessen gibt es einen runden Tisch, es gibt ein Ergebnis, das Ergebnis wird verkündet und das war's. Ja? Das war der Ausstieg aus dem Atomenergie. Ja? Und das halte ich für, also einmal der Mut, ja? Das Zweite ist wirklich die Dinge bis zu Ende abarbeiten. Und ich glaube wirklich, dass man Politiker einladen sollte, dass die stärker mit der Wirtschaft wieder Kontakt bekommen. Ich habe das Gefühl, dass sie zum Teil völlig falsche Vorstellungen haben, um was es da geht. Und ich glaube auch um das Ringen des Profils der eigenen Partei. Ja, werden Dinge gemacht, die eigentlich gar nicht, die gar nichts mehr mit dem Wohle unserer Gesellschaft und unseres Landes zu tun haben. Ich kann Ihnen an dem Beispiel, wie Politik sein kann, ein Beispiel aus eigenem Erleben schildern. Ich war für morgen Abend eingeladen in die kleine Gemeinde Biedenkopf. Ich sollte dort einen Vortrag halten. Irgend so ein Verband hat gesagt, zum Jahreswechsel Middelhoff soll einen Vortrag halten. Dann kommt vorgestern ein Artikel in Mittelhessischem Anzeiger, Überschrift: SPD ist dagegen, dass Middelhoff spricht. Ja? Und dann stand in dem Artikel, also wenn ich tatsächlich die Frechheit hätte zu kommen, ja, dann würde die gesamte SPD-Fraktion der Gemeinde nicht kommen. Ne? Dann habe ich gedacht, man lernt ja auf, ich brauche das alles gar nicht mehr. Ne? Und ich habe gesagt, also ich möchte keinem zur Last fallen, dann komme ich halt nicht. Ne? Dann stand dann heute ein Artikel in dieser Mittelhessischen Zeitung, ganz groß, Kritik der SPD zeigt Wirkung, Middelhoff kommt nicht. Ja? Und dann ging es aber los. Dann hat der SPD-Fraktionsvorsitzende mal zum Wort gegriffen und hat gesagt, das wäre eine Frechheit, dass dieser Verbrecher, der ja immerhin rechtskräftig verurteilt sei, ja, zu einem Vortrag eingeladen worden wäre. Das wäre Hohn und Spott für jeden Unternehmer im mittelhessischen Raum, die es ja jetzt auch schwierig hätten. Und ich stände ja auch was, ich stände für Selbstbedienung und Unternehmen in Konkurs für. So, das ist, das kann Politik sein. Kann natürlich schrecklich wehtun, mich erreicht es nur nicht mehr. Ne? Es kann schrecklich wehtun und wenn man mit diesem Vorstellungsbild auf den Gesprächspartner zugeht, ja, dann macht man, glaube ich, einen Fehler. Und auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, macht ein Konzern wie die Deutsche Bank einen Fehler, wenn sie es zulässt, dass bei 5,5 Milliarden Jahresverlust 648 Einkommensmillionäre auf der Gehaltsliste stehen. Das kann man nicht zulassen. Ja? Und also wenn man versucht, dass beide Seiten ihre Position richtig erkennen, ja, dann muss man wirklich sagen, also lieber Herr Achleitner, das geht so nicht. Ne? Und auf der anderen Seite, liebe Politik, die deutsche Wirtschaft besteht nicht aus Vorständen der Deutschen Bank, ja, sondern die deutsche Wirtschaft ist etwas, was unglaublich gepflegt werden muss, gerade jetzt in den kommenden Jahren. Und ich persönlich glaube, dass die kommenden Jahre schrecklich werden, wirtschaftlich, glaube ich persönlich. Sie werden nicht gut sein. Und ich habe letzten Freitag mit einem Insolvenzverwalter aus München gesprochen, der hat nichts mit mir zu tun, und der gesagt hat, er hat momentan ein Ansteigen, ja, der Problemfälle, wie er das ganz, ganz lange nicht mehr gesehen hat. Und ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisberges. Ja, die Zeiten werden spannend. So unter uns würde ich mir nur wünschen, dass Sie vielleicht mal aussprechen,
wofür denn eigentlich genau diese Verurteilung stattfand. Weil ich glaube, die Einschätzung ist da immer eine andere, als es dann faktisch war. Das wäre mir noch wichtig, bevor wir dann nochmal schauen, ob denn diese schwierigen Zeiten, ob es dafür vielleicht nochmal ein paar Ideen und Leitlinien gibt, wie man mit ihnen zurechtgekommen sollte. Also zu der Verurteilung. Ich bin 2009 angezeigt worden von Frau Zypris, Bundesministerin Zypris, dass ich mich an dem Verkauf der Karstadt-Immobilien bereichert hätte. Die Anzeige ging an einem Freitagnachmittag ein im nordrhein-westfälischen Justizministerium, ungefähr 16.10 Uhr per Fax, und hat es dann geschafft, oh Wunder, Zauberhand, am gleichen Freitag noch vor Drucklegung des Spiegels in den Spiegel zu kommen. Ja? Der Spiegel hat daraus Samstag eine Vorabmeldung gemacht, die da hieß, Anzeige von der Bundesjustizministerin gegen Herrn Middelhoff. Und damit war ich sowieso schon mal vorverurteilt. Also ich hätte mich in großem Stile an dem Verkauf der Karstadt-Immobilien bereichert. Also ich bin bis heute, wenn ich das sagen darf, Herr Micic, voller Stolz, der erste und einzige Bundesbürger, der vom Bundesjustizminister angezeigt wurde. Man muss jetzt mal sehen, dass die staatsanwaltlichen Ermittlungsbehörden weisungsgebunden sind zum Justizministerium. Also mehr sage ich dazu nicht. So, es gab Hausdurchsuchungen sofort. Alle, von denen ich höre, Hausdurchsuchungen, die haben mein Mitgefühl. Ja, muss ich wirklich sagen, heute Herr Gauland, haben alle mein Mitgefühl, weil ich weiß, was dann bleibt. Ja, alles in dem Haus wurde angefasst und Dings. Es ist wirklich so, als wäre in ihre Burg eingebrochen worden. So, nach der Hausdurchsuchung passierte erstmal nichts. Das war 2009. Ja. Und 2013 gab es eine Anklage, die dann auch zugelassen wurde, nicht etwa wegen Bereicherung beim Verkauf der Karstadt-Immobilien, sondern die Anklage hatte zwei Teile. Der erste Teil war, ich hätte eine Festschrift herausgegeben zu Ehren meines Vorgängers bei Bertelsmann, Marc Wössner, während meiner Zeit als Arcandor-Vorstandsvorsitzender. Die hat gekostet 175.000 Euro. Davon habe ich 35.000 Euro selber bezahlt, weil ich gedacht habe, das ist der private Aspekt zu dem Wössner. Fand ich schon großzügig für ein Geschenk, ne, persönlich. Die verbleibenden 150.000 oder 140.000 hat der Konzern bezahlt. Dafür sind 980 Festschriftexemplare produziert worden. Eins hat Wössner gekriegt als Geschenk. Und 979 sind verteilt worden an die großen Geschäftskontakte von Arcandor als Weihnachtsgeschenk. So, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, nee, das war ein komplettes Geburtstagsgeschenk von Middelhoff an Wössner. Ja, also er hätte nicht nur die 35.000 zahlen müssen, sondern er hätte auch die 140.000 zahlen wollen. Also 140.000 Anklage. Und dann, ich werde ja immer angekündigt als der Steuerhinterzieher Deutschlands, bei der Festschrift hat es drei Teilrechnungen gegeben. Die wurden, weil ich gesagt habe, das sind Betriebsausgaben, abgesetzt. Dann hat das Staatsanwaltschaft gesagt, das war ja ein privates Geschenk, also ist eine unrechtmäßige Steuerkürzung in Höhe von 22.500 Euro. Und das sind die drei Fälle der Steuerhinterziehung, mit denen ich in allen Talkshows angekündigt werden. Für diese Festschrift habe ich 2 Jahre und 7 Monate bekommen. Für 140.000 Euro. Ich hatte eine Zeichnungsbefugnis bei Arcandor, ich weiß nicht, 400 Millionen, 450 Millionen, irgendwie sowas. Und der zweite Teil sind, ich habe 980 Flüge mit Charterjets gemacht. Von denen habe ich 477 komplett selber bezahlt. Und dann blieben da halt die Flüge, wo ich sowohl privat als auch geschäftlich unterwegs war. Und die Frage der Zurechnung privat und geschäftlich, ja, die hat die Staatsanwaltschaft und das erkennende Gericht anders gemacht als mein Sekretariat und ich, führte zwar zum gleichen Ergebnis, aber hatte den Nebeneffekt, dass da ein paar Flüge dann bei waren, die falsch abgerechnet waren.
Und das kann man nicht aufrechnen in der deutschen Strafprozessordnung. Das waren dann also, ich weiß nicht, 4 oder 5 Flüge oder 6 Flüge, keine Ahnung, die falsch abgerechnet waren. Und das war dann ein Gesamtschaden von 480.000 Euro. Für die Flüge habe ich also 3 Monate gekriegt, 3 Jahre Haft und bin im Gerichtssaal wegen Fluchtgefahr, weil ich einen ersten Wohnsitz damals in Südfrankreich hatte, vor den Augen meiner Familie verhaftet worden und bin in geschlossenen Vollzug gekommen. Mit der Anordnung Suizidkontrolle. Ich habe zwar gesagt, ich bin nicht selbstmordgefährdet und dann bin ich 6 Wochen lang alle 15 Minuten geweckt worden. Mit dem Ergebnis, dass ich jetzt unheilbar krank bin, aber das ist halt so. Das ist zu dem Teil Middelhoff der größte Verbrecher und Kriminelle. Ja, also ich fand wichtig, dass mal in Perspektive zu setzen, worum es da wirklich ging. Sie haben gesagt, die wirtschaftliche Situation wird schwierig, schrecklich haben Sie zuerst gesagt, schwierig. Was macht man so grundsätzlich so von Prinzipien her in so einer Situation, sich vorbereitend auf so eine Situation? Worauf würden Sie achten? Also bei mir war es damals so, Herr Micic, es gab mal 2 Situationen, da haben Reinhard Mohn und wir hatten damals die Gruppe Bruxelles-Lambert über den RTL-Deal als Mitgesellschafter drin, Albert Frère, Baron Frère, ist leider auch zwischenzeitlich verstorben, wo die kam und die sagten, ich habe kein gutes Gefühl, also ich weiß nicht, die Zeichen, wenn ich das richtig deute und das haben wir schon mal damals bei für die, die ganz, ganz weit zurückgehen. Der erste große Wall Street-Skandal war eigentlich Drexel Lambert, ja? Als da mit wertlosen Papieren, Junk Bonds gehandelt wurde und so weiter. Milken war das vor allen Dingen. Und übrigens, wenn ich die Geschichte noch am Rad erzählen darf, da war ich gerade ganz jung, Bertelsmann Chef, sitze in meinem Büro in New York und dann kommt dieser Milken zu mir rein. Ne? Und da hatte ich ja gewusst, der hatte 3 oder 4 Jahre bekommen. Allerdings hatte der ein bisschen mehr Beträge da stehen. Und dann hat er mir gesagt, er sei jetzt gerade aus dem Gefängnis gekommen. Da habe ich ein ganz ungutes Gefühl gehabt. Ich fühlte mich gar nicht wohl. Und jetzt muss ich mal dran denken, wenn ich jetzt so auf andere Menschen treffe, dass das ja umgekehrt dann ja genauso ist. Aber ich verspreche Ihnen, ich tue Ihnen nichts, ganz bestimmt. So. Also der Frère und der Mohn, die sagten, also wir haben kein gutes Gefühl. Da entwickelt sich was ungut ist. Ne? Und ich habe eins gelernt bei meinem Amtsvorgänger Mark Rössner, bei solchen Stimmungen ja, sofort Taskforce zusammen, Geschäftsführung oder Vorstand zusammen und versuchen, ein klares Bild zu gewinnen und sich nichts vorzumachen. Ja? Und ich weiß von einem Ausrüster der Automobilindustrie, der hat seine Weihnachtsfeier geändert, ist ein guter Freund von mir, eigentlich sollte ich da einen Vortrag halten. Und dann rief er mich an und sagte, wir haben einen Auftragsrückgang von 40%, das habe ich noch nie gehabt, ja, solange dieser Konzern besteht und das ist ein großer. Und die Weihnachtsfeier mache ich anders, ich bitte dich, dass du nicht sprichst. Ich werde ganz alleine sprechen, sagen, was ich verlange von meinen Führungskräften und das war's. Kein Shishi und kein gar nichts. Und so, also wirklich darauf konzentrieren, worauf es ankommt. Kosten abbauen, Liquidität sichern, ja, und dann ein Gefühl dafür haben, was muss man an zukunftsgerichteten Projekten machen, was ist wirklich must to have und was ist Gimmick, was kann man dran geben. Ja. Und in dieser Mischung richtig an die Kosten rangehen und Umsatz sichern. Wir haben ja die Überschrift über diese Elsevier Zukunftstage, machen sich Unternehmen zukunftsbewusst. Wir haben heute gesprochen über Business Wargames, also was kann vom Wettbewerb her passieren. Das ist eine Perspektive des Robustmachens. Die andere ist, letztlich ein Crash-Game zu spielen. Also was ist, wenn die Menschen auf der Welt mal 2 Jahre lang nur noch das kaufen, was sie wirklich brauchen. Das ist schon ein extremes Szenario. Ja, glauben Sie, dass die deutsche Automobilindustrie das Game macht, dass sie sagen, was ist denn bei allen Diskussionen mit Huawei und so weiter und so fort. Wir sind doch komplett erpressbar. Was ist denn, wenn die Zentralregierung ZK in China sagt, 2 Jahre lang werden keine deutschen Autos importiert? Was ist dann? Und das ist nicht nur für die Automobilindustrie, das ist hier für alles. Hier kommt alles so ins Rutschen, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und so ganz unvorstellbar ist das nicht. Ja, was ist, wenn Amerika sagt, Importzölle gleichzeitig?
ja, dann haben Sie ein Katastrophenszenario. Also da können Sie alles über den Haufen werfen. Ja. Das sind solche Grundlagen für so ein Crash-Game. Und genau das ist der zweite Teil, der für Solidität und für Zukunftsrobustheit gebraucht wird. Für die deutsche Automobilindustrie brauchst du da fast nicht mehr viel, weil ich habe heute Morgen gesagt, wir können uns ja nicht vorstellen, dass Daimler und BMW mal zusammengehen müssen, weil sie sonst gar nicht anders schaffen. Das ist aber durchaus was relativ Realistisches. Wer hat denn vor anderthalb Jahren noch gesagt, Deutsche Bank und Commerzbank gehen nicht zusammen, weil die sind so. Also, naja, okay. Ich weiß nicht, wo heute das Market Cap ist von der Deutschen Bank. Wo die beiden Bilanzen zusammengerechnet werden, auch nicht viel gesünder. Ja, genau. Und das Zweite ist, was wir 2008 gelernt haben, also wir als Future Management Group haben so viel Auftragseingang gar nicht verloren, interessanterweise, weil gerade an den Zukunftsprojekten nicht gespart wurde. Also nicht an allen nicht, aber an entscheidenden Zukunftsprojekten wurde nicht gespart. Es wurde alles in Operations ebenso der gründlichen Prüfung unterzogen, aber die Zukunftsprojekte wurden weitergeführt. Ich bin nicht sicher, dass es jedes Mal so ist, aber es war eine interessante Erfahrung. Wir haben ein anderes Problem als 2008. 2008 war allgemein Lehman Finanzkrise. Jetzt haben wir Strukturkrise. Ja, und das ist ja nicht gleichmäßig verteilt über Deutschland, das ist auch noch das Problem. Baden-Württemberg ist besonders betroffen. Ja. Und diese strukturelle Krise, ja, das ist ein Schock, der leider dann andere Branchen erreicht, aber nicht in der Weise wie, jetzt müssen wir mal sehen und dann kriegen wir die Banken wieder auf die Beine. Hier fällt richtig produktive Tätigkeit weg. Ja. Und gleichzeitig müssen diese Konzerne komplett auf den Kopf gestellt werden. Also der Dieselmotor und so weiter, wer mit Produktion zu tun hat, Produktionssteuerung, der kann sich das ja lebhaft vorstellen, was da gleichzeitig abläuft. Ne? So, und was ich überhaupt nicht verstehe, auch in den Köpfen von Politikern, wenn Automobilzulieferer wie Continental schon im August oder September letzten Jahres hingeht und sagt, sie entlassen 20.000 Arbeitsplätze. Ja? Also nur mal als Beispiel, Karstadt hat 4.000 Arbeitsplätze beschäftigt. Ja? Continental entlässt 20.000 Arbeitsplätze. So, und hier ist so wie Business as usual. Keiner wird wach, keiner hat Alarmstimmung und so weiter. Das macht mich wirklich ein bisschen nachdenklich. Ja, Herr Mittloff, Sie haben ja im Grunde genommen über wahrscheinlich länger als jeder andere in Deutschland die Medienindustrie aus allen Perspektiven betrachtet, als Macher, Manager, als jemand, der unter die Räder der Industrie gekommen ist, und mit allem drum und dran. Jetzt hat sich ja offensichtlich eine Sache mehr als bewahrheitet aus 94, nämlich dass die Asymmetrie, also quasi der Verlag als Vermittler zwischen Inhaltersteller und demjenigen, der das dann irgendwie präsentiert bekommt, irgendwie quasi wegfällt. Und es ist ja noch extremer geworden, weil die Inhalte kreiere heute eben keine Journalisten etc. mehr sind, mit dem Ergebnis, dass wir halt eben große, sehr mächtige, definitorische Plattformen haben, wie jetzt zum Beispiel Facebook. Sprung weiter eben in die Frage, in der ich versuche, mich zurechtzufinden, nämlich ist der Druck, der ist der Wunsch nach Regulierung von Medien und auch von Technologie, also in dieser Kombination, ist der neu für die Branche? Und also ich erinnere mich nicht, das jemals früher gehört zu haben, dass man sagt, wie Medienunternehmen müssen reguliert werden in der Form, wie das jetzt der Fall ist, weil sie halt eben Meinungen prägen. Und ist dieser zunehmende Wunsch und der zunehmende Wunsch auf Regulierung auch in die Technologie dann darüber, also künstliche Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt, eher ein Problem, insbesondere aus der Sicht Deutschlands und Europas, weil wir im Grunde genommen gar keine eigenen Unternehmen mehr so haben, die wir regulieren, sondern eigentlich nur uns. Ja, so, wie sehen Sie das mit Ihrer langen Erfahrung? Also das Erste ist, wenn man in die Geschichte Deutschlands zurückgeht, während der Nazi-Zeit hatten sie Hugenberg und gleichgeschaltete Presse. Und dann kam ja nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das gesagt hat, das darf nie sein. Also wir brauchen eine Regulierung der Medien. Ne? Das ging dann nachher auf europäisches Parkett, vor allen Dingen nach Brüssel halt. Und das hat eigentlich als Ergebnis dazu geführt, dass Bertelsmann gezwungen wurde, in frühen Jahren zu internationalisieren. Weil die konnten in Deutschland nicht mehr wachsen, weil die kriegten nichts mehr genehmigt. Also mussten sie internationalisieren. Zu meiner aktiven Zeit war es noch ganz, ganz problematisch,
ein Medienunternehmen zu vereinen mit einem Fernsehunternehmen. Ja? Also die RTL Group so in Bertelsmann zu verankern, das war ein Kunststück, was nur über Brüssel ging. Ja? Und was wahnsinnige Lobbystunden und was weiß ich nicht, alles, das können Sie sich vorstellen, verursacht hat. Hätten wir Tageszeitungen gehabt wie Springer, wäre es damals nicht möglich gewesen. Ja? Heute sieht das natürlich vollkommen anders aus. Ja, also so schnell geht das. Also das war, was ich Ihnen gerade geschildert habe, bis 2002 so ungefähr. Heute brauchen Sie keine Medien mehr zu regulieren. Ja, Tageszeitung, ja, also die sind ja dankbar, geradezu die Medienwächter, wenn Tageszeitungen noch gekauft und übernommen werden und dass irgendein anderer die dann weiterführt. Ne? Und so schnell wird irgendwas ad absurdum geführt und überflüssig geführt. Und die Regulierung heute, die muss dort ansetzen, wo Sie gerade ein Thema gemacht haben, ja? Nämlich die Frage, was bedeutet Apple? Ja? Was bedeutet Amazon? Ja? Was bedeutet Facebook? Und ich halte Amazon offen gestanden für viel, viel problematischer als Facebook. Ja, und ich persönlich glaube aber auch, dass Amazon irgendwann von alleine sagen wird, wir machen, teilen uns auf in 3 oder 4 Unternehmen, iCloud Business, Service Business, Media Business, sonstiges und so. Ne? Ist ja naheliegend, bietet sich ja an. Ne? Und das wird kommen. Also an der Ecke muss man richtig auf Regulierung achten. Und ich meine auch, dass da die europäischen Politiker, aber auch die deutschen Politiker viel, viel härter rangehen müssten. Ja, weil Sie müssen ja heute mal sehen, von der Marktkapitalisierung her, also Google und Amazon, ja, die sind der gesamte DAX Deutschlands. Ja, 2 Unternehmen. So, und ich habe ja auch eben gesagt, die Tatsache, dass der Endkundenkontakt nur noch bei Konzernen liegt, die nicht in Deutschland ihr Headquarter haben, müsste ja auch eigentlich auch einen nachdenklich machen. Da muss man auf Regulierung achten. Und wenn ich Ihnen noch ein Beispiel nennen darf, anknüpfen an das, was Herr Micic einleitend gefragt und gesagt hat, weil ich glaube, das passt unglaublich als Beispiel zu der Future Management Group und was Sie diskutieren. Mir wurde das Unternehmen übergeben von meinem Amtsvorgänger bei einer großen Veranstaltung, die natürlich wieder zu groß und zu bombastisch war. Ja? So, und da übergab er mir eine Ledertasche. Die habe ich jetzt nach meiner Haftentlassung und dem Umzug nach Hamburg zum ersten Mal wieder in der Hand gehabt, nach, ich weiß nicht was, 16, 17 Jahren. Und in dieser Ledertasche, die mir mein Amtsvorgänger übergeben hatte, waren 3 Charts drin. Und da steht handschriftlich drauf, mein Vermächtnis. Ja? Und dann habe ich mir die 3 Charts angeguckt, das muss ich vorstellen. Also nach so einem Umzug in Hamburg, nach so einer Haftentlassung und so weiter, das guckt man also zurück. Und dann steht da drauf, das sind die Säulen, auf denen Bertelsmann ruht. Ja, und dann war natürlich vorher war ein Chart die Entwicklung kontinuierlich während seiner Ägide, die Ergebnisentwicklung. Und dann kam das Chart die Säulen, auf denen Bertelsmann ruht. Das waren die Buchclubs, das waren die Druckereien und das war Gruner und Jahr. So, jetzt mal Szenario. Ja? Wir hätten nichts gemacht und jetzt nehmen Sie nur mal heute und jeder sagt, boah, Bertelsmann und so weiter, ne? Es gibt keinen einzigen Buchclub mehr weltweit und auch keine Buchclub-Filiale, gar nichts mehr. Das war die Cash-Cow von Bertelsmann auch noch 1996. Die Druckereien sind sowas am Ende. Ja, ein Druckstandort nach dem anderen wird geschlossen. Und Gruner und Jahr ist ein Fall, die machen gerade mal mit Ach und Krach 0 als Betriebsergebnis. War früher die große, große Cash-Cow, kam nicht unter 300, 400 Millionen Jahresergebnis ins Ziel. Ja? Und das ist doch jetzt nicht viel. Das ist eigentlich, wenn Sie da drauf gucken, ja, 1996 habe ich das übergeben gekriegt, ja, und heute haben wir, wie viel sind das denn jetzt, wie viele Jahre? 24. Ist das viel oder keine Ahnung? Ich wollte nur sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass es in 24 Jahren Daimler nicht mehr gibt, wenn Sie mich fragen.
Ja? Also hätten Sie 1996 im Bertelsmann-Manager gesagt, in 20 Jahren gibt es keinen Buchclub mehr, ja? Hätte der gesagt, bist du verrückt geworden oder was? Ne? Das sind doch wir, das ist doch das Herz unseres Dings. Und dass da irgendwas nicht stimmte, wenn ich das auch noch eben sagen darf, ist, weil das fiel mir ein, als ich eben den Vortrag hörte. Wir hatten damals, um Change Management zu betreiben, die Bertelsmann University gegründet, virtuell, zusammen mit der Harvard University. Da haben wir dann die Führungskräfte eingeladen und die sollten dann so Digitalisierung, was da kommt. Und der Jim Haskett, der Harvard-Professor, der hatte als erste Frage an die Teilnehmer, what's your business? Ja, und dann fragt er als ersten den Chef Bertelsmann Buchclub Deutschland. Der konnte dem nicht erklären, was sein Geschäft ist. Da sagt er, ja, also wir selektieren Bücher und die geben wir an die Clubmitglieder. Und da sagt er, why that? Amazon und so. Und dann lieferten die ja damals in 6 Wochen oder 8 Wochen, weil die Logistik das nicht schneller konnte. Und Amazon lieferte da ja schon in 24, 48 Stunden. Why? Ja, 24 hours und so weiter. Und wenn man das da, da denke ich so häufig dran, an dieses Schauspiel da, dass eigentlich da dem Letzten hätte klar sein müssen, dass das Geschäftsmodell keine Zukunft hat. Letzte Frage, Frau Spinner. Milov muss irgendwann nochmal auch weiterreisen. Es ist eigentlich gar keine Frage, es ist nur, ich teile Ihren wirtschaftlichen Pessimismus, aber es ist noch viel schlimmer, denn heute Mittag habe ich gelesen, ich weiß nicht was, in der Welt oder in der FAZ, wie gut es uns geht, weil wir im Jahr 2020 1,1% wachsen werden, im Gegensatz zu bloß 0,5 in 2019 und überhaupt keiner drauf schaut, dass uns die wertschöpfungsreiche Produktion wegbricht und halt der Bau und der Konsum das Ganze noch hält. Und wenn darauf dann die Politik gemacht wird und die Leute eingelullt werden, schlaft zurück weiter, es geht uns ja ganz prächtig, dann wird es erst richtig schlimm in meinen Augen. Sie haben sowas von recht. Also die Zeiten werden und sind herausfordernd. Wir können nicht einfach nur zugucken und es passieren lassen. Wir müssen was tun, unternehmen. Und Unternehmen heißt dann, trotz dieser Entwicklungen erfolgreich sein, trotz dieser Entwicklungen unseren Bestand halten. Dr. Thomas Migeloff, herzlichen Dank. Mich gefreut, war uns eine Ehre, Sie dabei zu haben. Ihr Applaus.